Aus dem Tagebuch eines Gratwanderers. Heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass wir jetzt 3 Monate nach der Silvesternacht von Köln endlich wieder zurückkehren müssen zur Normalität. Aber wo werden wir landen? Auf einem Parteitag der Zukunft für Deutschland, wo Hassprediger, Falschmünzer und Hochstapler einen ersten Etappensieg über den Menschenverstand feiern? Im Dom von Regensburg, von dessen Dächern die missbrauchten Spatzen das garstige Lied vom bigotten Pfaffen pfeifen? In einer veganen Super-Slow-Food-Küche bei einem sensationellen Rezept für ein aromatisches Risotto mit Matcha, dem Anti-Aging-Teepulver aus dem asiatischen Heilkräutergarten? Ist das die Normalität, in der sich die Erschütterten und Verunsicherten wiederfinden? Der Billigflieger zur Kinderparty in Bangkok? Der Treppenlift zum Altenheim in Kroatien? Die Kreuzfahrt ins Schmelzwasser der Antarktis? Oder ist es doch nur wieder die Innenstadt von Dresden, in der sich die selbsternannten Deutschlandreiniger zu ihren demagogischen Kundgebungen versammeln? Sind es die provisorischen Flüchtlingsunterkünfte, in denen Hunderttausende von Kälte, Feuchtigkeit und schlechter Luft geplagt werden und vor deren Absperrgittern die organisierte Gewalt und der Abgrund tiefe Hass aufmarschieren? Ist es der rund um die Uhr geöffnete Flatrate-Puff mit den 150 tabulosen Girls aus allen Herrenländern? Jetzt, wo die verstörenden Bilder aus Köln verblasst sind und der Chef seine Sekretärin wieder ungestört zum Diktat unter den Schreibtisch zitiert, was ist da wieder normal? Der Krieg in Syrien, die Sicherheitslage in Afghanistan und im Irak, die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei, in Katar, in Saudi-Arabien, VW, DFB, AfD? Welche Bilder werden wir sehen, wenn wir uns in der Normalität umgucken? Heidi Klums Topmodels auf dem Pussycatwalk für Magersucht-Fashion? Bauer Gregor, der seine Beate mit seinem Lieblingshengst verstört? Oder ist es der freundliche Mann aus der Nachbargemeinde, der in seinem Hobbykeller Kriegswaffen und Sprengstoff hortet? Die Frau mit den 8 Säuglingen, das 7-jährige Supertalent im hautengen Body, das ganz Deutschland mit einem Helene Fischer-Song entzückt? Das alles soll normal sein? Nee, liebe Leute, das ist nicht normal. Und wenn es das ist, dann darf es das auf keinen Fall bleiben. Einen wunderschönen Abend, meine Damen und Herren. Hallo. Na. Vielen herzlichen Dank. Danke. Einen wunderschönen Abend. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier in der Comedia der Kleinkunstphilharmonie im Herzen der Skandal- und Krawallmetropole Köln. Aber keine Angst, hier kann Ihnen überhaupt nichts passieren. Die Veranstaltung wird von zahlreichen Kameras überwacht. Und im Saal befindet sich eine Hundertschaft als Zuschauer verkleideter Sondereinsatzkräfte. Können Ihre Pfeffersprays, Schlagringe und Schreckschusspistolen also an der Garderobe abgeben und sich ganz entspannt dem Hier und Jetzt hingeben. Außerdem ist es ja längst nicht mehr so wie früher, als es im Theater noch so richtig was auf die Fresse gab. Also raus auf die Bühne und dann mit der unbezwingbaren Macht des ehrlichen Wortes, mit der rasiermesserscharfen Schneide des satirischen Schwertes gegen karrieregeile Politiker, die skrupellos ihre eigenen Ideale und die ihre Wähler verkaufen, gegen die Neonazis und Ausländerfeinde, die mit dem widerwärtigen Gift der deutschnationalen Herrenmenschen-Hybris die Gesellschaft vergiften und mit ihren ideologischen Brandsätzen die Häuser unserer Nachbarn anzünden, gegen die Krisengewinnler und Allesverwerter, die mit ihrer maßlosen Gefräßigkeit und grenzenlosen Gier das Volksvermögen an den Börsen verzocken und für ein paar Euro extra Profit in Kauf nehmen, dass Millionen und Abermillionen Menschen in Hunger und Elend jämmerlich verrecken. Und spätestens an der Stelle hätte es vor 20 Jahren noch Applaus gegeben. Ja, heute sitzen die Leute da und sagen, ja, also jämmerlich verrecken, gut und schön. Aber wo ist die Pointe? Entschuldigen Sie vielmals, aber ich bin im Moment, da ja in dieser Welt alles drunter und drüber geht, etwas durcheinander und habe seit geraumer Zeit den Überblick verloren. So, ja. Sagen Sie mir doch bitte, was kommt eigentlich zuerst, die Kunst oder der Mensch? Oder der Mensch und dann die Kunst? Na, zuerst kommt doch das Fressen und dann die Moral. Also, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral und dann die Kunst. Wobei ja eigentlich zuerst das Wort kommt. Am Anfang war das Wort, heißt es schon in der Bibel. Also zuerst kommt das Wort, dann kommt der Glaube und dann die Hoffnung.
Wie oberflächlich man manchmal ist. Also nochmal, zuerst kommt das Wort und dann das Fressen. Nein, nach dem Wort kommt der Glaube und dann die Hoffnung und dann das Fressen. Und dann die Moral. Und dann die Kunst. Aber eigentlich kommt ja zuerst der Frieden. Ja, natürlich, der Weltfrieden. Zuerst kommt der Weltfrieden und dann kommt der Welthandel. Wir dürfen die Einzelhändler nicht vergessen. Obwohl, zuerst kommt ja eigentlich die Gesundheit. Nicht dann der Wald und dann die Atmung. Und das Auto nicht zu vergessen. Natürlich, das Auto. Ja. Also nochmal, zuerst kommt die Gesundheit, dann der Wald, dann die Atmung, dann das Auto, dann der Einzelhändler, dann das Geld. Ach ja, Mensch, das Geld, das haben wir völlig vergessen. Zuerst kommt natürlich das Geld, dann die Gewerkschaft, dann die freie Marktwirtschaft, dann die Weltwirtschaft und dann der Welthandel. Die Zellteilung. Der Welthandel. Nein, die Zellteilung. Wie bitte? Die Zellteilung. Sie meinen die Selbstverwirklichung? Nein, ich meine die Zellteilung. Also gut, zuerst kommt die Zellteilung und dann das Geld. Und dann der Welthandel und dann die Weltwirtschaft. Und dann die freie Marktwirtschaft und dann der Einzelhandel. Und dann der Weltfrieden und dann die Gesundheit. Und dann die Selbstverwirklichung, dann das Auto und dann die Gewerkschaft. Dann das Fressen, dann der Wald und dann die Atmung. Und dann der Glaube, dann die Hoffnung, dann die Moral und dann das Wort und dann die Kunst. Na, also, jetzt haben wir es doch. Danke. Ja, Moment, Dank. Aber was kommt denn zuletzt? Dumme Frage. Der Mensch natürlich. Oh. Es fällt der Schöpfung ein Zacken aus der Krone, der Aufprall hart, es splittert das Kristall. Am Horizont schwebt eine unbemannte Drohne, sie hat die Augen und die Ohren überall. Ein letzter Mensch läuft an der langen Leine, auf seinem Rücken klebt ein Etikett. Er ist gut drauf, Befehle braucht er keine, er braucht nur hin und wieder ein komplett Reset. Das spielt für ihn auch wirklich keine Geige. Der letzte Mensch trägt Thermomaltopren. Die Rohypnole gehen peu à peu zur Neige. Drum sieht man ihn nachts in der Küche stehen. Das letzte Exemplar der Herrenrasse sieht irgendwie sehr überflüssig aus. Sein ganzes Kamerama nicht zu fassen, denn wo es reingeht, da geht's auch wieder raus. Das letzte Gebet im letzten Hemd, der letzte Schrei im letzten Moment, der letzte Stau im letzten Verkehr. Komm, mach den Scheiß noch mal richtig heiß. Denn wie es war, so wird es niemals mehr. Nein, wie es war, so wird es niemals mehr. Tja, meine Damen und Herren, oder wie man heutzutage sagt, liebe Friends und Followers, so sieht's aus. Nichts bleibt, wie es ist, nichts ist, wie es war und alles, was ist, ist in dem Moment, wo es ist, schon gar nicht mehr wahr. Was wir gerade erleben, ist eine nie dagewesene Beschleunigung der Welt. Der Mensch von heute lebt nicht mehr, er hechelt und zwar hinterher. Alles, woran sich der suchende Mensch bis gestern noch festklammern konnte, die 10 Gebote, die 7 Weltwunder, die 3 öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme, die Bauernregeln, die Otto-Kataloge, die Bäckerblumen, alles mitgerissen von gewaltigen Datenströmen, Informationstsunamis, Pixelfluten. Erinnert sich jemand? Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Von wegen, nichts bleibt mehr verborgen. Die Wolken heißen jetzt Clouds und grenzenlos sind nur die Möglichkeiten, alle Ängste, alle Sorgen in diesen Clouds zu erfassen und auf Vorrat zu speichern. Die Freiheit, meine Damen und Herren, ist eine Rechenaufgabe, die Seele ein Algorithmus und die wirkliche Welt verschwindet in den endlosen Weiten der virtuellen Animation. Allein wie eine Mutterseele strudelt der Mensch im Cyberspace und um ihn herum die leckersten Menüs. Unter ihm eine digitale Bratwurst mit Kartoffelsalat, über ihm eine dreidimensional animierte Zwei-Personen-Pizza und er, das weitsichtige Fettauge des Avatar in einer synthetisierten Rinderkraftbrühe. Stimulation
durch Simulation. Wenn Sie sich früher, meine Damen und Herren, mal so richtig stimulieren wollten, dann war das in der Regel mit sehr viel Aufwand verbunden. Wenn Sie mal was ganz was richtig Neues machen wollten, also eine ganz andere Welt kennenlernen, nicht? Das Phantasialand oder das Bobbejaanland, ja, da müssten Sie schon nach Brühl oder nach Holland. Schon ging der Stress los. Da standen sie stundenlang im Stau, der Kühler kocht, der Köter kotzt auf den Rücksitz. Vorbei. Ich kenne Leute, die gehen gar nicht mehr vor die Tür, hocken nur noch vor dem Computer und machen irgendwelche Rollenspiele, in denen sie vorgeben, jemand zu sein, der sie sein wollen, aber gar nicht sind, in einer Welt, die es eigentlich gar nicht gibt, in der sie dann tun, was sie tun würden, wenn sie der wären, der sie vorgeben zu sein. Und während diese Leute ihren Geist in der Scheinwelt aufgeben, verdienen sich andere daran dumm und dämlich. Hört sich irgendwie krank an, und wenn wir der Drogenbeauftragten der Bundesregierung glauben wollen, dann ist es das auch. Und deshalb will die Bundesregierung jetzt auch vorbeugende Maßnahmen ergreifen und die Menschen, vor allem die jungen Menschen, über die Gefahren und Folgen der Internetsucht aufklären und ihnen entsprechende Hilfen anbieten. Und jetzt dürfen Sie dreimal raten, wo Sie diese Informationen finden. Genau. Der Alkoholiker geht zur Beratung in die Kneipe und der Wirt macht den Therapeuten. Ich für meinen Teil kann sehr gut verzichten auf ein universelles Konzept zur totalen Vernetzung meiner Wohnung mit schaltbaren Chip-Lüsterklemmen, die am Ende eine Interaktion aller Haushaltsgeräte ermöglichen. Ich möchte einfach nicht, dass mein Wasserkocher ein Verhältnis mit dem Kronleuchter im Wohnzimmer hat. Möchte ich nicht. Irgendwann komme ich nach Hause, beide sind weg. Durchgebrannt. Naja. Aber auch wenn es so innovationsfeindlichen Steinzeit-Nostalgikern wie mir nicht passt, meine Damen und Herren, die Welt der Bits und Bytes hat auch ihre positiven Seiten. Zum Beispiel das Online-Shopping. Millionen Menschen sitzen in jeder freien Minute zu Hause vor dem Computer und bestellen vor allem Klamotten. Und wenn Sie die dann bekommen haben, schicken Sie die gleich wieder zurück. Also nicht gleich, nicht? Vorher ziehen Sie die Hemdchen und Kleidchen natürlich einmal an. Da bestellt sich so ein cleverer Kunde eine Unterhose, trägt die einen Tag lang, ja, und statt in die Waschmaschine steckt er sie mit der anderen Schmutzwäsche ins Retourpaket. Ja, natürlich eine tolle Sache. Wenn da nicht die Kleintransporter wären, die beim Shipping von all dem Shopping in der zweiten Reihe dafür sorgen, dass in den ohnehin verstopften Innenstädten überhaupt nichts mehr geht, sondern steht. Es soll ja Pläne geben, den ganzen Versandhandel in die Kanalisation zu verlegen. Dann brettern in Zukunft die Lieferanten mit Schutzanzug und Gasmaske in eigens konstruierten Amphibientransportern durch die Abwasserkanäle und an jedem Gullideckel wird angehalten und ausgeliefert, nicht? Dann stinken die gelieferten Unterhosen zwar nach Fäkalien, ja, tun sie nach dem Umtausch ja sowieso. Oder man bildet Menschenketten aus Langzeitarbeitslosen. Ja, von den Warenlagern direkt zum Kunden. Ja. Wie beim Sandsacktransport während der großen Flutkatastrophen. Und zwar in Doppelreihen. Die eine für die Auslieferung, andere für die Unterkunft. Stünden die Langzeitarbeitslosen zwar immer noch auf der Straße, aber immerhin würden sie was Sinnvolles tun, indem sie dafür sorgen, dass die bestellte Ware auch pünktlich beim Besteller ankommt. Und weil der nicht mehr raus muss zum Einkaufen, hat er Zeit, sich politisch zu engagieren, indem er Petitionen verfasst. Sogenannte Online-Petitionen. Ich habe diese Seite auf dem Internet, auf der all diese Petitionen veröffentlicht werden, mal aufgerufen. Und ich sage Ihnen, ich war echt von den Socken, wer da alles für und gegen was petitiert. Gegen die Windräder rund um den Wildenberg. Für den Erhalt der Toilettenanlagen im Kurpark von Albershof. Kein Ponykarussell mehr auf dem Landauer Markt. Wahnsinn, ich wusste gar nicht, wo ich zuerst unterschreiben sollte. Ich selber habe übrigens schon vor Jahren eine Petition ins Netz gestellt, und zwar für die Freilassung aller gespeicherten Daten.
Wer wann, warum, mit wem verkehrt, von wo nach wo, wer wie oft fährt, wovon wer was und wie viel weiß, wer was wo kauft, zu welchem Preis, wohin wer wann und wie verreist und wie genau sein Passwort heißt, was und wie viel wer wo bestellt, wer was bezahlt, mit welchem Geld, warum wer wo auf welcher Liste steht, zu wem wer wie oft in den Beichtstuhl geht, an wen wer welche Mails verschickt, wie oft sich wer auf welche Seite klickt, woran wer wann, wie oft er krankt, wer was und wo und wie viel tankt, wie hoch wer wo verschuldet ist, bis wann wo wer geduldet ist, seit wann, warum und was wer wählt, zu welcher Käuferschicht er zählt, wie lange wer und was wer guckt, wie viel wovon wer wie oft schluckt, kurzum, wer wo, mit wem, warum und wann, das geht euch einen Scheißdreck an. Aus dem Tagebuch eines Gratwanderers Untertitel: Es drückten ihn die Sorgen schwer, er suchte neues Land im Meer. In der letzten Zeit immer häufiger das Gefühl von zunehmender Verwirrung im Kopf, Gedankenlücken, Erinnerungssprünge. Gestern einfach mal die Probe aufs Exempel gemacht, online in den Spiegel geguckt und 6 Schlagzeilen laut gelesen. Börsianer aus dem Häuschen, DAX im Höhenflug, Flüchtlingsboot sinkt, 700 Tote, Sensation am Amazonas, beispielsweise Vielfalt an Darmbakterien entdeckt, 2016 sind Brillen aus Holz und Schiefer angesagt, Kurden schwärmen, das G36 ist super, Brandanschlag auf Asylantenheim, Steinmeier fürchtet um das Ansehen von Deutschland. Anschließend Seite geschlossen und versucht, das Gelesene handschriftlich wiederzugeben. Niederschmetterndes Ergebnis. Darmbakterien aus dem Häuschen, Flüchtlingsboot am Amazonas entdeckt. Ansehen von Deutschland sinkt, G36 aus Holz und Schiefer. Sensation im Aslantenheim, 700 tote Steinmeier im Höhenflug. 2016 ist Brandanschlag auf Kurden angesagt. Super DAX, Börsianer schwärmen von beispielloser Vielfalt. Erstmal durchatmen. Konzentrieren. 30 Minuten später erneuter Versuch der Rekapitulation des Gelesenen. Desaster. Beispielsweise Vielfalt im Flüchtlingsboot, Steinmeier schwärmt von Asylantenhäuschen aus Holz und Schiefer, Brandanschlag auf Börsianer am Amazonas, 2016 Brillen im Kurdendarm, G36 im Höhenflug auf Bakterienheim, Sensation im DAX, 700 Supertote ohne Ansehen für Deutschland entdeckt. Anschließend beschlossen, in Zukunft Tagebuch zu führen. Ja. Ordnung schaffen. Wieder das Vergessen. Gleich heute Morgen erste Versuche, fehlgeschlagen. Keine bemerkenswerten Vorgänge. Einfach zu früh. Tagebuch konsequenterweise vorläufig beiseite gelegt und erst einmal lange geplanten Ausflug in ein Vorstadt-Möbelparadies unternommen. Grund: fehlende Sitzgelegenheiten. Im Paradies dann mehrere Bekanntschaften gemacht. Fröde zu unbequem, Esbjörn zu hässlich, Niste zu teuer, Wilma vergriffen. Am Ende trotzdem an der Kasse gestanden. Und am linken Arm einen schreiend gelben Spannbettbezug und am rechten einen Riesensack mit Teeleuchten. Keine Erinnerung an bewusste Kaufentscheidungen. Mit Spannbettbezügen kann ich die Straße pflastern und ich hasse Teeleuchten. Irgendjemand muss mir das Zeug untergejubelt haben. Auf dem Heimweg dann im Auto WDR5 Nachrichten. Seehofer unterstreicht, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Zu Hause dann gleich ans Tagebuch gesetzt, um so eine Art völkische Inventur zu machen. Für mich ganz persönlich. Also, das heißt, alles, was nicht zu Deutschland gehört, wird aussortiert und abgeschoben. Erste Frage, gehört Köttbullar zu Deutschland? Köttbullar, jene schwedische Spezialität, die ausschließlich angeboten wird in der Parallelgesellschaft des Konsumtempels, in dem Fröde, Esbjörn, Nisse und Wilma darauf warten, die deutsche Wohnkultur zu unterwandern. 10 Köttbullars. Oder sagt man Köttbullare? Naja. Mit Püree, Preiselbeeren und Rahmsoßen für 4,95 Euro. Damit dürfte das Köttbullar-Menü in Deutschland zum billigsten gehören, womit sich der hungernde Mensch den Magen vollschlagen kann. Was aber ist der Köttbullar in Wahrheit? Was sind die substanziellen Grundlagen, die dieses allerletzte Glied in der Nahrungskette ausmachen? Schwein, Rind, Pferd, Elch, die Wahrheit kennt kein Mensch. Außer dem Propheten des globalen Köttbullarismus, Ingvar Theodor Kamprad aus Fürsamking. Dementsprechend sind die Menschen hierzulande gespalten in Köttbullarphile und Köttbullarphobe.
Die einen behaupten, das Köttbullar-Menü sei die ideale Marschverpflegung für den langen Weg vom Bücherregal über die Kücheneinrichtung bis zur Dekoleuchte. Für die anderen ist es ein massiver Angriff auf die deutsche Esskultur mit dem Ziel der schleichenden Köttbullarisierung der einheimischen Speisekarte. Nieder mit dem Köttbullar, rettet das deutsche Hackfleischbällchen. So schallt es immer lauter aus den Verteidigungsreihen, der Retter der kulinarischen Identität des deutsch-mampfenden Abendbrotlandes. Wo soll das alles enden? Deshalb habe ich für mich persönlich beschlossen, dass der Köttbullar nicht zu Deutschland gehört. Basta. Und jetzt hole ich mir eine doppelte Currywurst mit Pommes und Mayo. Obwohl, gehören Mayo, Pommes und Curry eigentlich zu Deutschland? Aber egal, ist doch eh Wurst. So. Und damit, meine Damen und Herren, kommen wir nun zu den wirklich wichtigen Fragen der Gegenwart, wie zum Beispiel zu der Frage, was macht eigentlich Angela Merkel? Oh, ich weiß jetzt auch nicht so genau, aber wahrscheinlich veranstaltet sie gerade wieder mal einen Riesenaufstand, brüllt wie am Spieß, weil ihr irgendetwas in ihrer Umgebung die Laune verhagelt hat. Oder aber sie ist ausnahmsweise mal mit sich und der Welt hochzufrieden, schläft den tiefen Schlaf der Gerechten und träumt von einer rosaroten Zukunft für alle Menschen in einer friedlichen Welt ohne Hunger, ohne Krieg und ohne Angst vor Flucht und Vertreibung. Dabei ist das Einzige, was Angela Merkel hin und wieder mal von sich gibt, ein entspanntes Bäuerchen, ganz zur Freude ihrer glücklichen Mama. Die heißt Ophelia Ade, ist 26 Jahre alt, kommt aus Ghana, lebt in einer Flüchtlingsunterkunft in Hannover. Und weil die Frau Ade so dankbar ist für die freundliche Aufnahme in Deutschland, hat sie ihrer vor kurzem geborenen Tochter den Namen Angela Merkel gegeben. Also erster Vorname Angela, zweiter Vorname Merkel. Angela Merkel Ade. Was mich dabei erstaunt ist, dass der für die Namensgebung von Kindern zuständige Standesbeamte dieser Wahl zugestimmt hat. Normalerweise gibt es da in Deutschland doch sehr strenge Regeln. So sind prinzipiell solche Namen ausgeschlossen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie das Kind im späteren Leben der Lächerlichkeit preisgeben. Josephine Latrine zum Beispiel. Ne? Geht gar nicht. Genauso wenig wie Hauruck. Auch Pumuckl, Penny Pamella oder Ballermann. Ne? Wird kein Beamter genehmigen, selbst wenn der kleine Nachweis sich auf Mallorca gezeugt wurde. Ein in Deutschland lebender Amerikaner wollte seine Drillinge Gastritis, Pneumonitis und Meningitis nennen. Ja. Standesbeamte natürlich untersagt. Jetzt heißen die drei Tick, Trick und Chuck. Aber zurück zur kleinen Angela Merkel Ade. Da hat die örtliche Namensgebungsgenehmigungsbehörde eine Ausnahme gemacht, weil sie die Beweggründe der Mutter so sympathisch fand. Also ich finde das toll, wünsche den beiden auf jeden Fall alles Gute, kurzfristig eine Aufenthaltsgenehmigung und langfristig einen guten Job für die kleine Angela Merkel. Wie wär's mit Bundeskanzlerin? Da herrscht in Deutschland bekanntlich Fachkräftemangel. Ja. Ja, weit und breit kein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Angela Merkel in Sicht. Und das in einer Situation, in der der Sockel ihrer Umfragewerte an allen Ecken und Kanten bröckelt. Und das nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch bei ihren Regierungskollegen in aller Welt. Der Einzige, der noch freiwillig mit ihr aufs Foto will, das ist der größenwahnsinnige Sultan aus Ankara. Der lässt sich das auch teuer bezahlen. Mit allen anderen Staats- und Regierungschefs hat sich die Kanzlerin in den letzten Monaten hoffnungslos verkracht, wie mit Barack Obama auf dem G7-Gipfel in Elmau im vorigen Jahr. Da hat sie sogar versucht, den amerikanischen Präsidenten zu vergiften. Mit einem bayerischen Frühstück. Wer einmal in seinem Leben mit einem solchen Frühstück konfrontiert wurde, der weiß, dass es sich dabei schon rein optisch um einen massiven Anschlag auf Leib und Leben handelt. Im Mittelpunkt dieser kulinarischen Zumutung das widerwärtigste Erzeugnis der bajuwarischen Metzgerinnung, die Weißwurst. Gehäckselte Fleischabfälle im Schweinedarm.
Dazu eklig süßer Senf, staubtrockene Brezen und zum Runterspülen einen halben Liter Weizenbier. Das war bei Barack Obama zu allem Übel auch noch alkoholfrei. Wenn das länger als 20 Minuten in der Sonne steht, dann sieht das aus wie eine Urinprobe vom Mastbullen. Aber der Mehrheit der Wahlberechtigten ist das doch sowieso Wurst, meine Damen und Herren. Was das allgemeine Interesse betrifft, kommt die Politik inzwischen doch noch weit hinter den Ergebnissen der Synchronschwimmer-Kreisklasse. Freihandelsabkommen, Geheimdienstskandale, Waffenlieferungen, Krisengebiete, Auslandseinsätze der Bundeswehr. Hören Sie mal, es geht doch nicht mal mehr hier rein und da gleich wieder raus, sondern direkt und komplett am Gesäß vorbei. Dementsprechend lag die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl in Bremen gerade noch bei 50%. Ja. Ja, und von denen haben immerhin 6,6% die FDP gewählt. Ja, hurra, hurra, die FDP ist wieder da, ich find's toll. Ich habe sie wirklich vermisst, die Liberalen, schon wegen der FDP-Witze. Stehen zwei Männer am Tresen, sagt der eine zum anderen: Alle FDP-Wähler sind Armleuchter. Wollen Sie mich beleidigen? Wieso, sind Sie FDP-Wähler? Nein, Armleuchter. Ja. Aber jetzt sind sie wieder da. Und warum? Weil sie in Bremen so eine supergeile Spitzenkandidatin haben. Ne? Die Lenke Steiner. Lenke ist der Vorname. Wie Bremse oder Blinke. Die ist 29 Jahre alt und Geschäftsführerin in der Kunststoff GmbH von ihrem Papi. Die machen Flachbeutel und Schrumpfschläuche. Haben die von der FDP wahrscheinlich gedacht, genau die Richtige für uns. Ja. Und heute reicht es, wenn sie 29 sind. Hauptsache jung, Hauptsache dynamisch, Hauptsache Nachwuchs. Es gibt in den Kellern aller Parteizentralen geheime Versuchslabore, in denen der Nachwuchs gezüchtet wird. Ja. Kreuzt sie einen Aktenordner mit einem Megafon, reichern das Ganze an mit den DNAs von ausgewählten Publikumslieblingen und implantieren da, wo beim normalen Menschen das Gehirn sitzt, nur so einen dünnen Faden. Schneiden sie durch, plöpp, fallen die Ohren ab. Die einzigen, die von Verjüngung und Modernisierung mal wieder so gar nichts wissen wollen, das sind die deutschen Sozialdemokraten. Sitzen zwei alte SPD-Funktionäre in ihrem Stammbaum auf dem Ast und sägen dran. Kommt ein Jungwähler vorbei und sagt: Hey Leute, ihr sägt an dem Ast, auf dem ihr sitzt. Da sagt der eine Funktionär: Nein, wir sitzen auf dem Ast, an dem wir sägen. Sagt der Jungwähler: Ihr werdet abstürzen, wenn ihr weiter sägt. Sagt der andere Funktionär: Das lass mal unsere Sorge sein. Okay, Jungwähler geht weiter. Ast bricht ab, Funktionäre rauschen in die Tiefe. Irgendwann kommt der Jungwähler wieder zurück. Da sagt der eine Funktionär zum anderen: Guck mal, da kommt er wieder, der Hellseher. Was sind? Was sind die einst so stolzen Sozialdemokraten doch verkommen zu einem erbärmlichen Haufen, kleinmütiger Jammerlappen, deren Vorsitzender Sigmar Gabriel die Bundestagswahl 2017 in Wahrheit heute schon verloren gibt. Aber komm, wahrscheinlich wird die Wahl sowieso abgesagt, weil es bei einer Wahlbeteiligung unter 50% überhaupt nur noch eine Mehrheit gibt, nämlich die der Frustrierten und Verdrossenen, die am Wahltag zu Hause bleiben und sich gegenseitig versichern, wie sinnlos die ganze Wählerei doch ist. Hör mal, die da oben, die machen ja doch, was sie wollen. Die sind doch eh alle gleich. Uns fragt doch keiner. Komm, Mutti, lass mal die Rollladen runter. Dann mach alle Lichter aus. Und was siehst du? Genau, schwarz. Rabenschwarz.
Der tippt am Ende immer auf das falsche Hütchen. Wer hat auf jeden Fall aufs lahmste Pferd gesetzt? Wer hat nur Grins und doofen Krams im Wundertütchen? Wer kommt beim Schlussverkaufen stets zu allerletzt? Wer kauft 10 Lose, kriegt 25 Nieten? Wer hat am Telefon 3 Dutzend Campingklos bestellt? Wer kriegt als Wechselgeld nur schlecht gemachte Blüten? Wer steht stets da, wo gerade Dauerregen fällt? Der kleine Mann, seine kleine Frau, die sind arm dran, denn sie wissen ganz genau, das kleine Reich in ihrem kleinen Haus, so klein es ist, so klein sieht es auch aus. Der Boden blitzblank, die Tassen im Schrank gehören längs der Bank und ganz nach unten geht es am Geländer entlang. Wer löhnt die Zinsen und die Zinseszinsen? Wer ist der Prügelknabe der Nation? Geht wieder mal ein Bankhaus in die Binsen. Na und der kleine Mann bezahlt das schon. Der kleine Mann und seine Frau sind immer Beute. Das ist der kleinen Welten Dauerlauf. Das große Schicksal all der vielen kleinen Leute. Sie zahlen immer zu und immer drauf. Wie unser kleiner Mann und seine kleine Frau. Die sind arm dran, denn sie wissen ganz genau, da draußen in der ungerechten Welt gibt es keinen, der zu kleinen Männern hält. Er ist allein, zu Mutterseelen allein, sein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Kleinmut allein. Und dann schläft er ein. Und er sieht im Traum 10.000 kleine Frauen, 10.000 kleine Männer Seit an Seit, voll Zuversicht und voll mit Selbstvertrauen in ihre eigene Unentbehrlichkeit. Das Volk sind wir, das Volk ist groß und um 4:15 marschieren wir los. Des Fahnenschwenkes, Lügeschrei des Galgendenkes. Kleiner Mann hat große Mut, kleiner Frau kocht heißes Blut. Und er geht auf Barrikaden und sie zetert Hasstiraden. Hand in Hand die Volksgenossen und die Reihen dicht geschlossen. Der Traum sind wir, der Traum ist groß. Volk, steh auf und Sturm brich los. An die Kreuze genagelt, die leblosen Leiber. Der Rundfunk Zwangsgebühreneintreiber. Als ewiges Mahnmal für alle, die meinen, wenn's irgendwo drauf geht, dann geht's auf die Kleinen. Der Traum ist aus, sie gehen nach Haus und auf dem Heimweg zündet dann der kleine Mann mit seiner kleinen Frau noch schnell ein Asylantenwohnheim an. Dann kehren beide in ihr kleines Heim zurück, in dieses kleine Reich, in ihrem kleinen Haus. Die kleine Frau sieht aus, als platze sie vor Glück. Der kleine Mann holt die Spumant die Flasche raus. Im Hintergrund Feuerwehrsirenen, im Vordergrund fließt Schaumwein in ein Glas. Die kleinen Leute, sie gehören halt zu denen, brauchen auch ihr kleines bisschen Spaß. Und der kleine Mann trinkt, die kleine Frau singt. Du bist zwar klein und nichts ist dein, sollst nimmer unzufrieden sein. Denn weiter unten ist immer noch einer, der ist noch kleiner. Der ist nicht so wie du und gehört nicht dazu. Aus dem Tagebuch eines Gratwanderers. Heute Morgen Post bekommen, Absender Herbert Jakubowski, 64, gelegen als Frührentner aus Ribnitz-Damgarten. Er schreibt, habe gerade Ihr dämliches Lied über den kleinen Mann im Radio gehört. Erbärmlich. Ich dachte immer, Sie wären der Anwalt der kleinen Leute.
Gerade Sie sollten doch Verständnis haben für die Ängste und Sorgen dieser Menschen, wenn die heute in der Zeitung lesen, dass morgen in Ihrer Nachbarschaft ein Flüchtlingsheim gebaut werden soll. Dann wissen die, das Ende ist nah. Ich bin kein Rechtsradikaler und ich habe auch nichts gegen Ausländer. Aber der Krach, der Gestank, das Geschrei, die Musik, der Abfall, das Streiten, das Kommen, das Gehen, die jungen Männer, die sexuellen Belästigungen, die Drogen, der Alkohol und. Bei allem Verständnis aber, so geht das eben nicht. Selig sind die Barmherzigen. Aber gegen eine ungestörte Nachtruhe ist auch nichts einzuwenden. Denken Sie mal drüber nach. Gesagt, getan, Brief unter Beschwerden abgeheftet und nachgedacht. Fragen über Fragen. Sind Flüchtlingsströme und Asylantenfluten Naturkatastrophen? Fallen Waffen vom Himmel? Wächst Geld an den Bäumen? Machen Rohstoffe satt? Wenn es einen Unterschied gibt zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und politischen Flüchtlingen, haben Hunger und Armut dann ab sofort nichts mehr mit Politik zu tun? Woran erkennt man einen Nordafrikaner? An der typisch nordafrikanischen Hautfarbe oder am typischen nordafrikanischen Antanzstil? Was haben Sexualstraftäter mit Migrationshintergrund gemeinsam mit deutschen Bordelltürstehern und Zuhältern der Hells Angels, die in der Altstadt von Köln die Reinheit der deutschen Frau verteidigen, indem sie Ausländerkrankenhaus reif schlagen? Gibt es eine Steigerung von Willkommen? Willkommen, willkommener, am willkommensten. Sind die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die sich nach wie vor um die Integration von Flüchtlingen kümmern, weltfremde Träumer oder leben sie den Traum von einer Welt ohne Fremde? Was ist das Gegenteil von Gutmensch? Wenn Angela Merkel auf den diversen Selfies die Flüchtlinge gewürgt hätte, wären dann weniger gekommen. Was sind abschreckende Sachleistungen? Altkleider, Kondome, Feuerlöscher? Sollte man den Bewohnern des deutschen Ostens Gelegenheit geben, endlich einmal ein paar echte Ausländer kennenzulernen? Aber kann man das traumatisierten Flüchtlingen zumuten? Wann hat Thomas de Maizière zum letzten Mal mit seiner ganzen Familie im Winter in einem Zwei-Mann-Zelt übernachtet? Kann der bayerische Ministerpräsident nachts ruhig schlafen? Wenn ja, wie viel Bier hat er vorher getrunken? Ist das Tragen von Kopftüchern ein Zeichen von Undankbarkeit? Was machen die dunkelhäutigen Asylanten, die nicht so lustig singen können wie Roberto Blanco? Ist Deutschland das Sozialamt der Welt oder doch nur deren Kaufhaus? Wenn Deutsche sagen, wir sind nicht das Sozialamt der Welt, dürfen dann Brasilianer sagen und wir nicht deren Gewächshaus? Wird der Klimawandel in 20 Jahren ein Asylgrund sein? Und wenn nicht, was passiert mit den Wetterflüchtlingen, wenn ihre Herkunftsländer zwar sicher, aber komplett überflutet sind? Sind eigentlich alle Menschen vor dem Asylgesetz gleich? Hat das Sommermärchenbuch ein Happy End? Ist es einfacher, ein guter Mensch zu sein, wenn man nichts zu verlieren hat? Ich zum Beispiel. Ich wohne im 4. Stock hier in einem relativ ruhigen Viertel in Köln und bin wie die meisten meiner Nachbarn der Meinung, man müsse den Flüchtlingen dieser Welt in Deutschland eine Heimat geben. Aber wenn wir uns vorstellen, die würden jetzt bei uns im Hof so ein mehrstöckiges Wohnheim für Asylsuchende hochziehen, ich glaube, da hätten einige von uns schon ein Problem. Denn so ein Problem wird ja vor allem dann wirklich zum Problem, wenn es direkt vor der eigenen Haustür existiert. Und genau das ist das Problem und das wird es in den nächsten Jahren auch bleiben. Aber komm, mal ehrlich, meine Damen und Herren, Probleme haben wir doch alle genug. Zum Beispiel gesundheitlich. Ich habe am Anfang der Woche noch völlig hilflos im Bett gelegen. Leidend, Kopfschmerzen, Unwohlsein, schweres Fieber, 37,9. Meine Frau diagnostizierte ordinäre Erkältung und meinte, ich hätte mich in der Nacht schwitzend im Bett gewälzt und immer wieder gerufen, mir ist kalt, mir ist kalt. Wahrscheinlich lag es an der Überdosis Plasberg, kurz vor dem Einschlafen. Thema Gute Nacht Europa, das Abendland am Morgen nach dem Untergang.
Wie dem auch sei, meine Frau hat mir dann gleich ein Kombipräparat besorgt, also Wirkstoff kombiniert mit Risiken und Nebenwirkungen. Nach der Einnahme Packungsbeilage gelesen. Wahnsinn, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Herzrasen, Harnverhalt, Halluzinationen, Nesselfieber, Hautausschlag, Schlaflosigkeit, am Ende schwarzer Stuhl wegen Eisenmangelanämie und Magengeschwüre, die in Einzelfällen zu Magendurchbrüchen führen können. Hab das Medikament natürlich sofort abgesetzt und Frau gebeten, mir eine Hühnersuppe zu kochen. Hat dann auch geholfen. Wahrscheinlich wegen der Antibiotika. Wie sagt der Pharmakologe, ein bisschen Nebenwirkung ist immer. Und solange die Risiken unbekannt sind, gibt es auch keinen Grund für Beunruhigung. Das ist bei den Medikamenten genau wie beim christlichen Abendland. Am Morgen nach dem Untergang des Abendlands geht die Sonne wieder auf, und zwar im Westen. Aber was, meine Damen und Herren, was ist, wenn Sie doch recht haben, die Pegidas, die Dregidas in Dresden, die Bugidas in Bochum, die Dügidas in Düsseldorf, die Digidas in Dienstlaken, die Papagidas in Baden-Baden, die Gapagidas in Garmisch-Partenkirchen und die Tratragidas in Traben-Trabach. Was? Was passiert, wenn schon morgen die giftgrüne Fahne des Dschihad auf der Reichstagskuppel in Berlin gehisst wird? Was ist, wenn er wirklich kurz bevorsteht, der Untergang des Abendlands wegen galoppierender Islamisierung? So ein Untergang, der hätte für mich, der ich ja quasi mittendrin wohne in diesem Abendland, durchaus ernsthafte Konsequenzen für meine gesamte persönliche Existenz. Deshalb habe ich nach all den Horrorschlagzeilen der letzten Wochen und Monate diesbezüglich mal ein paar Nachforschungen angestellt. Zuerst bei Ümit. Der Ümit, der hat so einen kleinen Zeitschriftenkiosk hier gleich in der Nachbarschaft, weiß eigentlich über alles Bescheid, was bei uns hier im Viertel passiert. Ich sage Ümit. Was ist mit dem Untergang des Abendlands? Ja, sagt er, hätte er jetzt nicht im Angebot, aber wir könnten mal seinen Erkan fragen, seinen Lieferanten, der könnte ihn eventuell bestellen. Ich sage, ist nicht nötig, ich bin gleich rüber zur Frau Dardai. Die Frau Dardai, die kommt aus dem Iran, trägt Kopftuch und hat eine kleine Änderungsschneiderei. Ich trete mit der Tür ins Haus, ich sage, Frau Dardai, was ist mit dem Untergang des Abendlands? Sagt sie, tut mir leid, sie könnte heute nichts mehr annehmen, weil sie müsste jetzt erst zum Friedensgebet in die Moschee, anschließend auf eine Demonstration gegen den islamistischen Terror. Ich also weiter ins Restaurant nebenan zu Costa, dem Griechen. Ich sage, Costa, was ist mit dem Untergang des Abendlands? Sagt er, ja, den hätte er jetzt nicht auf der Karte, aber er hält in dieser Woche ein super Sonderangebot, Leipzig allerlei, mit Kartoffeln statt Gyros. Ich denke, haha, sehr witzig. Und bin weiter zu Mahmoud. Dessen Eltern kommen jetzt aus Algerien. Der hat so einen kleinen Copyshop und der ist erster FC Köln-Fan. Das heißt, mit dem kannst du eigentlich nur über ein Thema reden, nämlich über Fußball. Ich habe ihn trotzdem gefragt. Ich sage, Mahmoud, was macht der Untergang des Abendlands? Wird der Mahmoud total panisch und fragt zurück, was ist los? Wird Timo Horn verkauft? Ist Risse verletzt? Hector auch? Alle verkauft? Alle verletzt? Ja, ich habe ihn dann einfach weiterquatschen lassen und bin als nächstes zum Glücksgünter. Da ist eine Lottoannahmestelle, die gehört dem Thorsten. Ich sag, Thorsten, du bist meine letzte Hoffnung. Was macht der Untergang des Abendlands? Sagt er, da hätte er jetzt gar keine Zeit für, weil am Mittwoch wären 340 Millionen im Euro-Jackpot. Und die Leute rennen ihm die Bude ein. Ja, und da war ich beruhigt. Denn solange noch so viel Geld im Spiel ist, meine Damen und Herren, so lange findet der Untergang des Abendlands auf keinen Fall statt. Schönen Abend noch.